Ganz viele Kryptoanleger haben aktuell sogenannte Altlasten im Portfolio. Also Coins, die sie irgendwann mal gekauft haben, 2020, 2021, die jetzt irgendwie noch so im Portfolio einfach rumliegen. Das Problem ist, ganz viele dieser Coins sind aktuell immer noch im Minus. So, und was dann die meisten machen ist, die sagen sich, so, ich warte jetzt einfach, bis diese Coins wieder im Plus sind und dann verkaufe ich die. So, und das ist einfach ein Riesenproblem und einer der Hauptgründe, warum ganz, ganz viele Anleger einfach viel zu wenig Geld mit Kryptowährungen verdienen. Na, und darüber müssen wir heute einfach mal sprechen, weil wenn du diesen Punkt jetzt falsch machst, so, dann kostet dich das ein Vermögen. Überleg doch mal, gerade in der jetzigen Marktphase entscheidet sich, mit wie viel Geld du am Ende aus diesem Bullenmarkt rausgehst. Und alles, was du jetzt machst, aber auch das, was du jetzt eben nicht machst, das hat absolut krasse Konsequenzen. Das entscheidet darüber, ob du vielleicht 10.000 Euro machst, ob du 50.000 Euro machst oder ob du 100.000 Euro machst oder vielleicht sogar 1 Million. Also das, was du jetzt machst und was du nicht machst, das ist absolut entscheidend für diese bullische Marktphase. So, und wenn du jetzt immer noch nicht weißt, wie du mit Altlasten im Portfolio umgehen solltest, dann hör auf jeden Fall jetzt ganz genau zu. Also das Ding ist, dass ganz, ganz viele unfassbar große, ich nenne es mal Mindset-Blockaden im Kopf haben. Und da musst du doch einfach mal überlegen, wie entstehen überhaupt diese Altlasten im Kryptoportfolio? Und da spreche ich natürlich auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte auch natürlich irgendwann mal Altlasten im Kryptoportfolio. Und ich sehe das auch immer wieder bei Kundenportfolios, da habe ich mir schon hunderte Portfolios angeschaut und ich sehe meistens schon so auf den ersten Blick, ob da Altlasten im Portfolio drin sind. Und es passiert meistens so, dass man sein Kryptoportfolio relativ unstrukturiert aufbaut. Die wenigsten haben eine Strategie, dann hört man sich mal da oder schaut man sich da mal ein YouTube-Video an, liest hier einen Artikel, dann sagt vielleicht noch der Nachbar irgendwas über einen spannenden Coin. So, und dann entsteht einfach so ein Portfolio, was im Prinzip aus ganz, ganz vielen Coins zusammengewürfelt ist. So ein klassisches, ich nenne es immer gerne Krypto-YouTube-Portfolio. Einfach irgendwas, was nach Bauchgefühl aufgebaut wurde. Und das Problem ist, weil da keine Strategie hintersteckt, weil du nicht weißt, wie du mit diesen Altlasten umgehen sollst, weil du nicht weißt, wann du auch mal einen Coin verkaufen solltest, sowohl im Positiven als auch im Negativen, bist du die ganze Zeit so am Schwimmen. Du fragst dich einfach so die ganze Zeit, ja, was mache ich jetzt mit diesen Coins? Soll ich die halten? Soll ich die verkaufen? Und was dann meistens passiert ist, dass diese Coins irgendwo 20, 30, vielleicht sogar 90% im Minus sind und du sagst dann einfach, ich halte die jetzt einfach weiter, bis die wieder im Plus sind. Und ich sage dir, was das ist. Das ist ein ganz, ganz großes Ego-Problem, was du da hast. Denn dieser ganze Hodel-Bullshit, das bringt dich ganz sicher nicht zum Ziel. Gerade bei Altcoins macht das überhaupt keinen Sinn. So, und das ist einfach nur so eine klassische Vermeidungsstrategie, womit du dir diese Altlasten im Portfolio schönredest. Ach, ich halte die Coins doch einfach weiter. Die kommen schon wieder ins Plus. So, und das ist absoluter Bullshit. Und einer der Hauptgründe, warum du richtig krass Rendite liegen lässt. Na, jetzt habe ich natürlich viel über das Problem gesprochen. Ich möchte dir aber auch heute eine Lösung mitgeben und das ist auch am Ende des Tages ist das kein Hexenwerk. Das ist relativ simpel umzusetzen, hat aber einen brutalen Wert. Und ich kann dir garantieren, wenn du das, was ich dir heute mitgebe, über die letzten Jahre und Monate einfach konsequent gemacht hättest, dann hättest du jetzt schon viel, viel bessere Renditen. So, und ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass du jetzt jeden Coin im Minus verkaufen solltest. Das wäre absoluter Quatsch. Aber du musst unbedingt zwei Punkte beachten. Auf diese zwei Punkte kommt es wirklich an. So, und der erste Punkt ist, du musst grundsätzlich erstmal, ich nenne es mal die mentale Bereitschaft entwickeln, auch mal im Minus zu verkaufen. So, und das fehlt ganz vielen Anlegern, weil sie sich einfach sehr, sehr ungerne Fehler eingestehen. Wir haben schon in unserer Kindheit gelernt, dass Fehler was Negatives sind. So, und einen Coin im Minus zu verkaufen, das fühlt sich für viele nicht richtig an. Das fühlt sich verkehrt an. Und dann gibt es auch noch viele Experten, die sagen ja auch immer bloß nicht im Minus verkaufen, was ich für absoluten Schwachsinn halte, weil das ist Folgendes. Das ist eine klassische Vermeidungsstrategie, die du da anwendest. Wenn du einfach sagst, ich habe den ja gekauft, ich halte den jetzt einfach weiter, bis der irgendwann mal im Plus ist, du hoffst einfach, dass das passiert, aber du schiebst das Problem beiseite. Weil wenn du mal in dich hineinhörst, dann hast du wahrscheinlich sowieso schon gemerkt,
dass du so ein bisschen unsicher bist, dass du dich selbst schon fragst, soll ich den vielleicht besser verkaufen? Und am Ende wieder sagst, nee, ich halte den noch so ein bisschen weiter. Und da gibt es ein bekanntes Zitat von der Trading-Legende Ed Cicotta, ne, richtig krasser Rohstoffhändler, und der hat gesagt, if you can't take a small loss, sooner or later you will take the mother of all losses. Ne, also wenn du nicht mal bereit bist, hin und wieder auch mal einen kleinen Verlust zu akzeptieren, dann wirst du später, ne, viel, viel größere Verluste kassieren. Also quasi vielleicht sogar einen Totalverlust. So, und das heißt für dich, du musst einfach mal diese, ich nenne es mal, mentale Grundbereitschaft entwickeln, auch mal Coins im Minus zu verkaufen, ne, wenn du mit Kryptos Geld verdienen willst. So, und Punkt Nummer zwei ist, du brauchst klare Kriterien, du musst einfach wissen, wann du einen Coin verkaufst, ne, sowohl im Positiven als auch im Negativen. So, und wenn du jetzt schon länger einen Coin hältst und du merkst einfach, da ist nicht so richtig Potenzial, der Coin performt nicht so richtig, schon seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, das Gründerteam ist nicht so aktiv, so, da entwickelt sich nicht viel, da ist vielleicht auch gar kein Hype mehr um diesen Coin da, dann solltest du dich vielleicht mal fragen, gibt es da wirklich noch Renditechancen? Na, und es wäre ja komplett bescheuert, die Coins einfach im Portfolio zu haben, wenn du zu dem Fazit kommst und sagst, hey, da ist eigentlich nicht mehr viel Renditepotenzial, weil, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf der anderen Seite gibt es ja Coins, wo du vielleicht eine Analyse gemacht hast, wenn du klare Kriterien hast und festgestellt hast, hey, da ist eigentlich gerade richtig Potenzial, da gibt es ein Narrativ drum. So, dann wäre es ja verrückt zu sagen, hey, ich halte jetzt diesen Coin, wo ich kein Potenzial mehr sehe, einfach weiter und verpasse diese potenzielle Rendite auf der anderen Seite. So, und das machen ganz viele. Das nennt man Opportunitätskosten. So, das ist eine Sache, die musst du einfach mal checken. So, einfaches Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal IOTA. So, und ich will jetzt gar keinen IOTA-Hate hier machen, so, der Coin interessiert mich am Ende des Tages nicht. Aber wenn man so mal drauf schaut, dann merkt man, preislich ist da nicht viel passiert die letzten Jahre. Das Team hat sich nicht besonders gut entwickelt, also viele Probleme auf Gründerebene. Es gibt auch keinen großen Hype, kein Narrativ von diesem Coin. Und auf der anderen Seite hast du dann Coins wie zum Beispiel, nehmen wir mal Arbitrum, ne, eine Layer 2 Skalierungslösung für Ethereum, wo ein relativ großer Hype da ist, wo es ein Narrativ gibt, ne, wo Leute darüber sprechen, wo wirkliches Volumen auf der Plattform vorhanden ist, also die Plattform, das Protokoll wird wirklich benutzt. So, wenn du das siehst und dir mal anschaust, wo Katalysatoren sind, dann kommst du wahrscheinlich zu dem Schluss, bei Arbitrum ist doch viel, viel mehr Renditepotenzial da. So, und wenn du das siehst, dann wäre es ja einfach komplett bescheuert, nicht zu sagen, ich investiere jetzt lieber in Arbitrum als in IOTA und nimm mein Kapital bei IOTA raus, weil ich da mehr Renditepotenzial sehe. So, wer da einfach sagt, nee, ich halte da meine Altlast weiter, der hat einfach ein riesen Ego-Problem. Ne, und an dieser Stelle überleg dir das doch mal, check doch mal dein Portfolio einfach mal durch. Also schau dir an, welche Coins sind da drin. So, bei vielen Coins wirst du sicherlich feststellen, dass da gar nicht mehr so viel Potenzial vorhanden ist. Und das ist im Kryptowährungsmarkt einfach so. Der Kryptowährungsmarkt funktioniert in Narrativen. Es gibt immer wieder neue Narrative. Und wenn du da auf irgendwelche Coins setzt, aus dem Jahr 2017, aus dem Jahr 2018 oder 2020, die überhaupt gar keine Narrative mehr haben, wo vielleicht gar keine positiven Katalysatoren mehr sind, dann ist es ja bekloppt, diese Coins einfach weiterzuhalten. Und gerade in der aktuellen Marktphase, denn der Bullenmarkt hat gerade angefangen. So, das ist so, sage ich mal, eine Chance, die kommt alle 4 Jahre wieder. Das ist eine richtig geile Chance, so richtig Wohlstand aufzubauen mit Kryptowährungen. So, und du bist ja eh schon in dem Markt. Dann mach doch die richtigen Dinge. Setz dich mal mit deinem Portfolio einfach mal vernünftig auseinander. So, und mach dir auch einfach mal klar, dass es wichtig ist, gerade als Anleger, wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest, wenn du wirklich damit Geld verdienen möchtest, dass du dich mental damit auch auseinandersetzt, Coins im Minus zu verkaufen. Das ist einer der wichtigsten Eigenschaften von Anlegern. Das ist auch was ich auf die harte Tour lernen musste. Habe ich am Anfang auch nicht gemacht. Tat richtig weh. Und ich kann dir dann nur sagen, setz dich mal mental damit auseinander. Ne? Weil wenn du das machst, wenn du das mal gecheckt hast, wie du mit diesen Altlasten umgehen solltest und das die nächsten Jahre konsequent machst, weil dann garantiere ich dir, dass du 100%ig bessere Gewinne machen wirst. So, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe vielleicht auch noch nicht so eine ganz klare Strategie, so, ich bin mir bei dem einen oder anderen Coin auch noch so ein bisschen unsicher, dann geh einfach mal auf www.cryptory.de, buch dir ein kostenloses Strategiegespräch und dann schauen wir einfach mal gemeinsam über deine Strategie. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.